Herzlich willkommen in der Klinik für Kardiologie des Augusta Krankenhauses Düsseldorf. Wir möchten Sie so anschaulich wie möglich über den Ablauf unserer Schrittmacherimplantation informieren. Mein Name ist Rolf-Michael Klein, ich bin Chefarzt der Abteilung für Kardiologie im Augusta Krankenhaus im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf. In einem ersten Patientengespräch erklärt Patientin Brigitte Schmitz ihre Beschwerden und die Vorgeschichte ihrer Erkrankung. Anhand eines EKGs kann Dr. Weber erkennen, dass ein zu langsamer Puls vorliegt, der bei der Patientin zu einer Leistungsschwäche führt. Als Behandlungsmethode empfiehlt er die Implantation eines Schrittmachers zur Regulierung des Pulses. Der Nutzen einer Herzschrittmacheroperation hängt auch etwas von den Symptomen ab, die der Patient im Vorfeld gehabt hat. Sollte es zu regelmäßigen Bewusstlosigkeiten aufgrund von einem zu langsamen Puls gekommen sein, treten diese nicht mehr auf. Schrittmacherimplantationen werden in einem der Operationssäle des Augusta Krankenhauses mit Hilfe einer lokalen Betäubung an der linken Schulter durchgeführt. Über einen ca. 5 bis 6 cm großen Schnitt werden zwei Sonden bis zum Herzen vorgeschoben und an der richtigen Stelle platziert. Anschließend werden die Sonden an den Schrittmacher angeschlossen und das Gerät in einer kleinen Tasche auf dem Brustmuskel abgesetzt. Nach der erfolgreichen Operation und einer kurzen Aufwachphase erfolgt dann die Verlegung auf die Station. Abhängig vom Allgemeinbefinden und weiteren erforderlichen Therapien kann der Patient nach einer Kontrolle des Gerätes am nächsten Tag das Krankenhaus wieder verlassen.